Wann haben Sie sich das letzte Mal gefragt, was Sie anziehen sollen? Gestern? Eben? Auch im Genre Krimi gibt es eine strenge Kleiderordnung. Die Bomberjacke zum Beispiel. Bei der wissen wir gleich, auf dem Rücksitz des Wagens liegt ein Baseballschläger oder im Kofferraum womöglich eine Leiche. Die Femme Fatale trägt tief sitzendes Dekolleté, damit der Held sich bloß nicht wie die Farbe ihrer Augen interessiert. Der Banker kommt maßgeschneidert daher, mit Krawattennadel und Einstecktuch. Und wir wissen gleich, es geht um Geld, um so viel Geld. Darum geht es auch bei Tony Soprano. Allerdings trägt er seinen schlecht sitzenden Anzug nur, um essen zu gehen mit der Familie. Sonst trägt er kurzärmelige Hemden und den Trainingsanzug, wenn er vor die Haustür tritt. Es gibt Cowboystiefel, Petticoats, Kapuzenshirts, Goldgeschmeide und das Designer-Outfit. Und natürlich Luthers Mantel, der in der letzten Folge der TV-Serie über das Brückengeländer fliegt und in der Themse landet, weil der Held neu anfangen will. Bei manchen reicht die nackte Brust aus oder auch ein Pelzkragen. Schrill, grell, bunt geht es in den Randbezirken zu, knapp und körperbetont im Rotlichtmilieu. Gerne trägt der Undercover Leder mit Schiebermütze oder eine Kutte, sobald er sich inmitten einer Motorradgang wiederfindet. Es lohnt sich, einen Blick in den Kleiderschrank zu werfen, wenn man sich im Genre bewegt. Allein ein ausgeklügelter Plot reicht da nicht aus. Man muss wissen, dass Mr. Cool auf seinem Surfbrett zwar nur eine Badehose trägt, aber vielleicht noch einen besonderen Ring am Finger. Oder die Venusfalle nicht nur auf Hackis einherstolziert, sondern auch keine Unterwäsche trägt. Eines allerdings bleibt allen vorbehalten. Das Blaue, das Graue, das Gestreifte, das Gestickte auf der Brust oder Gedruckte auf dem Rücken, die Nummer. Es ist alles eine Frage des Stils. Und eines ist auch klar. In den Zellen gibt es keine Kleiderschränke.